So, weiter geht es mit der Schildmontage. Wir haben das hier jetzt vorbereitet, die Lager eingesetzt. Das ist im Übrigen hier immer noch aus dem Überbeutel Schubraum der Teil Schild montieren. Hier sieht man es. Was wir jetzt gemacht haben im ersten Schritt, wir haben hier die Lager eingesetzt. Für die Zylinder. Hier das Lager für den Tiltzylinder und hier die Bolzen eingesetzt zum Klappen des Schilds. Auch hier die Teile zum Klappen des Schilds geht man jetzt im Prinzip her. Zieht hier den Bolzen raus, zieht hier den Bolzen raus, klappt das Schild um. Und kann es jetzt hier in der Position auch wieder verriegeln. Das ist soweit jetzt schon mal vorbereitet. Und beim Ausklappen eben hier wieder mit den anderen beiden Bolzen verriegeln. Den rein und den hier auch entsprechend. So, dann geht's weiter mit dem Schubraum und der Endmontage.